Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Die Folgen des Ersten Weltkriegs. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Folgen des Ersten Weltkriegs. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs kam es im November 1918 zum Zusammenbruch der Monarchien in Deutschland, also dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Und der österreichische Kaiser Karl I. wurde zur Abdankung, also dem Rücktritt, gezwungen und mussten ihre Länder ins Exil verlassen. Im November 1918 entstand im Deutschen Reich, also Deutschland, die sogenannte Weimarer Republik und der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn zerfiel in zahlreiche Nachfolgestaaten. Im Gebiet des heutigen Österreich entstand die Republik Deutsch-Österreich, die sogenannte Erste Republik. Das Osmanische Reich endete Anfang der 1920er Jahre 1922 und es wurde die Republik Türkei von Mustafa Kemal Atatürk gegründet. Die neu entstandenen Republiken wurden von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs gezwungen, sogenannte Pariser Vororteverträge zu unterzeichnen, die so harte Bedingungen enthielten, dass bereits viele Zeitgenossen meinten, der nächste Christi-Krieg würde bald bevorstehen, da die Bevölkerungen der besiegten Staaten nicht auf Dauer bereit sein könnten, diese Vorgaben einzuhalten. Diese Verträge wurden von einigen Zeitgenossen deshalb eher als Waffenstillstandsabkommen angesehen, da sie von einem baldigen neuen Krieg ausgingen. Die Friedensverträge wurden nach jenen Orten in der Nähe von Paris benannt, in denen diese von den Kriegsverliererstaaten unterzeichnet werden mussten. Im Vertrag von Saint-Germain musste die Republik Österreich 1919 harte Friedensbedingungen akzeptieren. Entgegen dem vorher von den Siegermächten zugesicherten Selbstbestimmungsrecht verlor Österreich deutschsprachige Gebiete wie der südliche Teil des Landes Tirol, also Südtirol, und die mehrheitlich deutschsprachigen Gebiete Böhmens und Mährens, des heutigen Tschechiens, das sogenannte Sudetengebiet. Der Name Deutsch-Österreich und der Anschluss Österreichs an Deutschland wurde verboten. Am Anfang der 1920er Jahre, also 1920, verlor Ungarn im Vertrag von Trianon ungefähr zwei Drittel seines Staatsgebietes an teilweise neu gegründete Staaten wie die Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien, Polen und Italien. Österreich erhielt von Ungarn das überwiegend deutschsprachige Westungarn, welches als neuntes Bundesland mit dem Namen Burgenland in den Staat eingegliedert wurde. Die Stadt Ödenburg, ungarisch Sopron, die ursprünglich als Hauptstadt des Burgenlandes vorgesehen war, verblieb nach einer umstrittenen Volksabstimmung bei Ungarn. Durch den Vertrag von Versailles wurde das Deutsche Reich, also Deutschland, 1919 zu harten Friedensbedingungen verpflichtet. Das Deutsche Reich musste unter anderem alle Kolonien an die Siegermächte Elsass-Lothringen, an Frankreich und große Teile Westpreußens und Schlesiens an Polen abtreten. Deutschland musste auf wesentliche Waffengattungen wie Panzer und Flugzeuge verzichten und die Größe der Armee wurde auf 100.000 Soldaten beschränkt. Das Ausmaß der damit beabsichtigten militärischen Schwächung wird dadurch deutlich, dass allein Frankreich 1920 über eine Armee mit mehr als 850.000 Soldaten verfügte und damit Deutschland auf das Wohlwollen des ehemaligen Kriegsgegners angewiesen war. In einer nachfolgenden Konferenz wurde das Deutsche Reich zu einer Zahlung, einer sogenannten Reparationszahlung in einem Gegenwert von ungefähr 94.000 Tonnen Gold, die in Jahresraten 40 Jahre lang zu zahlen war, verpflichtet. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte Deutschland mehr als ein Drittel seiner benötigten Lebensmittel aus dem Ausland bezogen. Die zu Beginn des Krieges verhängte britische Seeblockade in der Nordsee, die Verhinderung von Seehandel und damit auch Lebensmittellieferungen, wurde auch nach dem Waffenstillstand bis in den Juni 1919 fortgesetzt. Die britische Seeblockade war nach heutigen Schätzungen verantwortlich für den Hungertod von über 750.000 Zivilisten. Unter Zivilisten von allen Menschen, die keine Soldaten sind und daran zu erkennen sind, dass sie keine Uniform tragen. Die 1919 vorgeschriebene Übergabe von 90% der Handelsflotte an die Siegermächte sollte Deutschland von diesen langfristig abhängig machen. Als Deutschland in den 1920er Jahren, also von 1923 bis 1925, aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten mit den Reparationszahlungen an die Kriegsgewinne in Verzug geraten war, wurde unter anderem das Ruhrgebiet von Frankreich und Belgien besetzt. Man spricht von der Ruhrbesetzung.
Diese Besetzung deutschen Staatsgebiets wurde von der Bevölkerung als demütigend empfunden und steigerte die Bereitschaft der Menschen, politisch extreme Parteien wie die Nationalsozialisten und ihrem Führer Adolf Hitler oder die Kommunisten zu wählen. Eine Anerkennung der Eigenständigkeit Österreichs als selbstständiger Staat in den Friedensverträgen von Saint-Germain und Versailles sollte eine von großen österreichischen und reichsdeutschen Bevölkerungsteilen erwünschte Vereinigung, der sogenannte Anschluss an Deutschland, mit und Stärkung Deutschlands verhindern. Diese Vorgabe wurde 1938 mit dem erzwungenen Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland unter seinem Diktator Adolf Hitler. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema Beispiele internationaler Organisationen und Verträge.